Hallo alle zusammen und schön, dass ihr dabei seid zu einem weiteren Part. Let's play Rome Total War mit den Briten. In der letzten Folge haben wir uns, ich weiß gar nicht mehr, warum wir uns gekümmert haben, wahrscheinlich wieder um Germanen und Gallia und Spanien. Wahrscheinlich. Wo sind wir stehen geblieben? Was wollen wir machen? Ich glaube, als nächstes müssen wir uns Gedanken machen, wie wir in den Ostraum reinmarschieren können. Und da rekrutieren wir schon, das ist super. Das ist perfekt. So weiterläuft, haben wir bald noch eine Stadt und dann können wir da nochmal bessere Einheiten rekrutieren. Gut. Sieht doch auch sehr aus, als hätte ich Interesse daran, die Schlacht da drüben zu führen. Nein, habe ich definitiv nicht. Gut. Oh, da oben ist hier noch eine Flotte von mir. Müssen wir schnell retten hier. So, hier sind nur Bauern drin. Ich würde sagen, wollen wir die Runde dann doch erstmal wieder beenden. Ich glaube, das war der nächste Schritt, den wir tun sollten. Das machen wir jetzt auch. Oh, die Geier werden ganz schön rüber zurückgeschlagen. Ja, ich könnte jetzt auf Zeit spielen, aber ich könnte auch angreifen. Da habe ich verschiedene Wege, General, die ich einschlagen könnte. Gucken wir uns mal erstmal die Finanzen an. Wir machen 1600 pro Runde plus. Das hier Lokitische Reich machen. Waffenstillstand. Asaya rekrutiert Schwertkämpfer. Das ist doch super. Rekrutieren wir gleich noch mehr Schwertkämpfer. So, und hier bauen wir eine Taverne. Zufrieden und hat noch nie geschadet. Saya ist ja auch fertig. Dann bauen wir hier mal einen Schmied. Gut. Alles Sachen, die ich schon wusste. Schließen. Und das auch. Oh, wir dürfen eine Schlacht gegen die Spanier schlagen. Das ist doch schön. Darauf freue ich mich doch schon. Befehle! Stoßt vor! Wir können nicht so. Das können wir nicht tun. Vorwärts! Marschieren! Okay, weit kommen wir sowieso nicht. Zerstören! Stehen wir zwei hier hin. Rekrutieren nochmal die Söldner dazu und dann soll es das gewesen sein und wir greifen gleich erstmal hier die Spanier an. Das war ziemlich eindeutig hier. Und oh ja, das Ding wird auch eigentlich relativ einfach sein. Weil die wirklich nur Schwertkampfinfanterie haben und ein paar Blenkler. Und dann wollen wir die mal gleich ausschalten, würde ich sagen. Wer sich schon mit uns anlegt, der muss es auch spüren können, wenn wir zurückschlagen. Das wollen wir jetzt auch gleich machen. Der Feind ist versammelt. Hier wollt sie also sterben. Es ist an der Zeit. Verhärtet euer Herz und lasst eure Wut eure Sehnen stärken. So. Mit der Motivation gehen wir jetzt in die Schlacht rein, die mir aber vom Aufbau her irgendwie gar nicht gefällt. Aber wobei, wir können hier drüben uns auch mal positionieren. Das ist ein kleiner Ausgleich. So, hier drüben kann man sich aufstellen. Machen wir gleich. Ich stelle mal dahinter auf. Ich wiederum dahinter. Ich dann dahinter. Okay. Hier kommt mir mal hier hin. So, Schlacht starten. Ach, der hat Schiss. Okay, gut. Da können wir uns ja auch anders um ihn kümmern. Wollen wir einfach mal vorspulen. Brauche ich die Armee hier nicht mehr weiter zu schwächen. Dann werde ich die wahrscheinlich sogar gar nicht benutzen hier. So wie der sich auf dem Hügel verkriecht. Weil ich muss hier eigentlich mit hochnehmen. Na toll. Die Schlacht habe ich jetzt eigentlich keinen Bock mehr schon. Schon jetzt, ey. Ja, komm, spiel mal weiter vor. So. Ich
Schieben wir jetzt hier rauf. Schwertkämpfer, Schwertkämpfer. Schwertkämpfer, Weitkrieger. Wir könnten eigentlich gut arbeiten hier, aber naja. So, jetzt so mit euch. Jetzt gehen wir wieder auf normal Speed. Dann schlagen wir uns einfach schön die nackten Fanatiker ein. Kriegen wir jetzt keinen Nachteil wegen der Höhe, das ist gut. Wie ist es noch unter ich, das ist auch sehr gut. So, schnell wieder raus. Ein bisschen die Armee hier deformieren. Dafür muss sie sich aber auch bewegen. Nicht gut. Gar nicht gut. Na? Können wir General noch ausschalten hier? Ja, das sieht gut aus. Er ist stark dezimiert hier. So, hat er nur noch 44, Mann. Was hat dann hier? Hat er irgendwo Plänkler? Ja, hier. Gut. Ja, dann wird es wohl eine langwierige Schlacht jetzt hier. Steht fest. Muss ein bisschen aufatmen hier. Und schnell mit den Steinsteuerern arbeiten. Hat die Situation nicht anders erlaubt. So, Steinschilder, wo bleibt ihr? Da bleibt ihr. Gut, dann schicken wir dich mal rauf. Ah, da geht's eigentlich noch mit der Höhe hier. Höheunterschied. Hier ein Marschierer. Naja, dann kann ich auch noch leben. Die Maschine geht immer noch. Dann schicken wir euch nochmal hinterher. Euch schicken wir mal hier hin. Euch schicken wir hier auch noch hin. Oh oh, da bewegt sich was. Hätte ich früher reagieren müssen. Jetzt müssen wir nur noch feuern. Bleibst du mal hier, mein Freund. Du kannst ja schon mal reinschießen. Sollte... Ja, das dezimiert gut. Was macht ihr da schwer für eine Scheiße? Haut ab hier. Ach, die Kavallerie habe ich hier noch vergessen. Ah, die Range reicht knapp nicht. So. Ich muss jetzt halt dadurch ein bisschen motivieren, den Kampf anzufahren. Die Schwertkämpfer müssen vor, die brauche ich jetzt. So, dann öffnen wir das Feuer, mein Freund. Eigentlich rumschicken. Ein bisschen die Einheiten neu verteilen hier. Oh ja, die Bärenfanterie leidet ordentlich drunter. Die haben halt nicht ganz so gute Schilder, da kann man halt noch gut frontal drauf schießen. Jetzt dreht er sich um.
Oh. Nicht gut. Nicht gut. So. Schnell vorher mit euch. Ah, gut. Flucht. Sehr gute Sache. So, marschiert vorwärts. Ein bisschen. Nein, mein General ist gestorben. Nun wird der Scheiße, das ist ganz beschissen. Auf die Probe gestellt. Das ist ganz, ganz toll beschissen. So. Schieb ich nochmal vorwärts, bitte. Weitkrieger brauche ich hier nochmal. Ihr kämpft hier gegen die nackten Fanatiker, bitte. Der feindliche Kriegsherr flieht vor unseren Kriegern. Greift an und jagt die anderen so, hinterher. So, hier schön die Flanke rein. Ja, es ist doch beschissen, dass mein General draufgegangen ist. Ist doch nicht. So, greift mal an bitte hier. Ach, so eine Scheiße. Muss ja natürlich sterben hier. Es ist eine Jagd. Ah, ja klar. Eine Feiglingsjagd. Egal, nimm jetzt noch so viele Männer wie nur möglich mit und dann greif mich statt gleich an. So, bis hier schön drauf schießen. Viele fallen, genau. So, schnappt sie euch. Fliehen, dann schnappt euch die hier mal bitte. Super. Wie stark ist der Druck dezimiert? Das reicht eigentlich. Ist okay, dann spüren wir mal vor. Ja, Mist, ist ja eigentlich hier bei so einer leichten Routine-Schlacht verliert. General, das ist natürlich kacke. So, dann bewegst du die Plänkler jetzt hier bitte aus. Eine schöne Sache. Super. Wir müssen... Ah, das ist jetzt natürlich ein beschissener Verlust. Aber der ist dort hängen geblieben, der Einheit. Was soll man machen? Da konnte ich nichts mehr für tun. Schade. Trenne mich von den Truppen. Sieg. Schade, dass der sterben musste. Ah. Das ist sehr gut. Haben wir gleich einen neuen General? Perfekt. Das kann ich auch gar nicht machen. Dann können wir gleich mal hier reingucken. Eisen noch gesamt über mir und die Kamanen unter mir, das ist super. Tja. Bieter. Haben sie noch 5 Stück. Finanzen. Okay, dann läuft es eigentlich alles in allem ganz gut für uns. Ja. Gut, sammelt zumindest einen Ersatzgeneral hier. Erstmal noch antrainieren müssen mit seiner Leibwache, aber das ist okay. So, Oscar. Okay, es ist ein leichtes Spiel. Zu Diensten. Es ist ein sehr leichtes Spiel, die da zu erobern. Vor allem bringt auch ein bisschen Geld durch die Minen und durch den Hafen. Ja. So, was haben wir hier? Oh, wahrscheinlich nur 2 Boote. Gut, dann können wir die Runde auch schon wieder beenden. So, vor der gallischen Flotte konnte ich gerade noch letztes Mal nochmal fliehen. So, mit dem Angriff habe ich aber auch gerechnet. So, was hat denn der gute Hermann? Das ist Infanterie, die ich durchaus fertig machen kann. Das ist gut. Allerdings Zarbastaner-Söldner, das ist schlecht. Der gute Wilhelm hat Axtkämpfer. Ja, es ist eigentlich sogar möglich, mit Streitwagen gut zu arbeiten. Dann wollen wir mal die Schlacht führen. Wenn wir die Armee von Wilhelm und von unserem anderen Gegner hier komplett töten, dann können wir sogar die Stadt gleich erobern. Das würde auch mal schön die Germanen ärgern. Weil ich eigentlich vorher die haben wollte. Viele Wege. Den Ambitionen ging ich gar nicht erst heran.
So, unsere Söldner. Auch hier. Ah, schön dicke Infanterie. So, die Kavallerie auf die linke Flanke. Die Streitwagen auf die rechte Flanke. Das ist schön. So. So muss das sein. Der Feind fürchtet sich. Er hat noch mehr Männer geholt. Das passt da genau auf die Formation hier. Die Toten sehen wir nach dem Sieg. Finde ich super. Ah, der zieht sich gleich zurück. Das wollen wir verhindern. Daher, meine Männer. Sehe ich hier? Komische Söldner. Barbarische Söldner, illyrische Söldner. Halten Sie mal parat, da gibt es gleich einen Angriff. Ah, doch nicht mehr. So, marschiert mal bitte hier rüber. So, jetzt müssen wir hier schnell durch. So, jetzt halten die Streitwagen hier auf. Okay. Stemmen uns hier in der Masse. Super, der Trupp ist fast weg. Ah, ihr sollt jetzt hier rein hier. Los. Ja, jetzt flieht er. Genau so muss das aussehen. Schaut mich den General hier bitte. Ja, doch nicht. Schaut mir die Söldner. So, den General mal schnell rausziehen hier. Streitwagen mitnehmen. Ah, super, Massenpanik. Steht bevor. So, ein Trupp von mir fliegt, das ist nicht gut. Wird auf viele Verluste genommen. So, dann schnappen uns mein General von allen Seiten hier. Hier scheint sogar ein Erbe oder ein Anführer zu sein. Oh yeah. Schön erdrückt von allen Seiten. So, ich brauche jetzt hier wieder. Ihr habt den feindlichen General getötet. Seine Männer lernen jetzt die Furcht kennen. So, ihr rennt mir hier drüben hinterher. Du schnappst dir den mal bitte. Pack ängstliche Ziegen. Jagt und tötet sie alle. So. Euch stellen wir mal hier rüber. Du kommst mal hier hinter. So. Ich schicke mal auf die linke Flanke. Links. Rechts, natürlich. So. Die können noch fliehen, das ist schade. Links ist die Bastarde nicht mehr. Ach, die fliehen jetzt hier auch noch. Na, okay. Spur mir vor, die werden fliehen können, dann kann ich nichts machen. Kann ich machen, was ich will. Die Schlacht beenden. Sieg ist der Kriegerlohn. Große Siege wie dies. So, dann haben wir mal eine Armee komplett vernichtet, samt Anführer, das ist gut. Dann können wir jetzt gleich auf eine Belagerung ausweiten. Oh, oder wir führen noch eine Schlacht. Gegen Konrad von Teutoburger. Das gefällt mir schon weniger hier, dann fliehen wir mal lieber. Das gefällt mir sogar noch weniger hier. Jetzt wäre ich von... Ah, nur eine Armee. Super. Puh. Wobei, das ist Stoff für die nächste Folge. Ich werde mich jetzt hier von euch verabschieden und sage ciao, bis zum nächsten Mal.